alten, kranken, pflegebedürftigen Menschen mal eine kurze Zeit ein kleines Licht anzuzünden, das finde ich das Coolste an meinem Job. Ja, gerade bei der Arbeit mit Demenz, neben aller Fachlichkeit ist es wichtig, die Tagesform der Bewohner zu erkennen. Das heißt, ich plane eine Pflege, aber was ich wirklich durchführen kann, das entscheidet der Mensch, den ich vor Ort habe. Mein Name ist Carsten Wähning, ich bin Pflegefachkraft und arbeite im Matthias-Claudius-Haus in Grevenreckenfeld. Ja, neben der eigentlichen Pflege, der Körperpflege, gibt es natürlich noch ganz viele Dinge, die man als Fachkraft tut. Das sind beispielsweise Facharztvisiten, ich arbeite in einem Demenzbereich, da geht es um medikamentöse Einstellungen, ich stelle Medikamente, ich verabreiche Medikamente, ich arbeite mit Physiotherapeuten zusammen, ich plane die Pflege, ich verabreiche Insuline, messe Blutzucker, also es gibt sehr viele Behandlungspflegen, die wir durchführen und die dann auch hoheitliche Dinge für Fachkräfte sind. Ja, es ist oft in meinem Leben anders gekommen, als ich mir gedacht habe, aber eigentlich war es nicht schlimm. Ich habe vor 11 Jahren angefragt, ob ich eine Umschulung machen kann. Ergebnis offen und mir wurde gesagt, Altenpfleger werden gesucht. Also habe ich eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. Und das habe ich bis heute nicht bereut.